24. März, erster Öffnungstag von Legoland Deutschland in der Saison 2018. Guten Morgen, liebe Kinder, liebe Eltern, Omas, Opas, Tanten und Onkels. Damit ihr eure kleinen Abenteurer nicht verliert, bieten wir kostenlos Armbänder an, die ihr mit eurer Handynummer versehen könnt. Die Armbänder bekommt ihr bei unseren freundlichen Mitarbeitern am Drehkreuz. Wollt ihr ins Legoland? Ja! Wollt ihr ins Legoland laufen? Ja! Okay, dann zählen wir jetzt von 10 runter. Willkommen im Legoland Deutschland! Habt piratischen Spaß! Und passt euch auch auf eure Schätze auf! Jetzt so. Bist du reingekommen heute Morgen, gell? Ja. Hast du lange warten müssen? Ja, dass es schade war. Danke. 3, 2, 1, go. Und dann drücken wir auf die Dinger drauf und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Alle Startler? 3, 2, 1, go! Ich weiß, der eine sieht freundlicher aus, der andere nicht so, nicht irritieren lassen. Hier sind die Absperrungen, ihr bleibt in Sicherheit. Kommen Sie. Hallo, ich bin die Lia von ganzmünchen.de und ja. Sie sind jetzt ja gerade das große Lego-Rennen gefahren und ja. Wie hat es sich da angefühlt? Ziemlich cool, das musst du unbedingt probieren. Also du sitzt in der Achterbahn, die ist auch gar nicht so schlimm, das ist so ein bisschen wie die wilde Maus und dann siehst du lauter Sachen, von denen du gar nicht weißt, dass sie überhaupt existieren und es ist echt aufregend. Da kommen auf einmal Wagen und dann kommen Kämpfer und dann kommen Vulkane und dann wird es ganz wild. Das wird dir großen Spaß machen. Danke, und ich wollte dich noch fragen, hast du früher als Kind auch mal mit so Legosteinen gebaut? Ich habe ganz viel mit Legosteinen gebaut und mein Sohn auch. Und weißt du, was ich in der Tasche habe? Guck mal, ich habe einen kleinen Glückslegostein in der Tasche. Den habe ich gerade gefunden. Und ich habe immer so einen kleinen Talisman in der Tasche und den habe ich mir da gerade reingesteckt. Also ich würde immer noch mit Legosteinen weiterbauen. Danke. Hallo, ich bin die Lia von ganzmünchen.de und Herr Lego, wir kennen uns ja schon, wir haben uns hier schon kennengelernt und dieses Jahr gibt es ja was ganz Neues. Kann man mir mal was drüber erzählen? Ja, dieses Jahr haben wir viele neue Sachen. Das ganz Neue, das wir gerade eingeweiht haben, ist unter Lego Virtual Reality. Das Project X ist geändert worden zu das große Lego-Rennen und da fährt man mit einer Virtual Reality-Brille gegen die anderen Lego-Characters und kann die, wenn man mit die Brille rumschaut, sehen, wie die hinter eine fährt oder vor eine fährt, dass man die noch einholen muss. So ein ganz spannender Lego-Rennen auf das Project X Coaster, alte Project X Coaster. Dann stehen wir auch bei Lego Studios, da haben wir einen ganz neuen Film, der Ninjago 4D-Film. Da reist man mit den Ninjago-Helden in einer anderen Dimension. So, das haben wir gerade hier hinter uns. Und endlich in unserem Miniland haben wir richtig fleißig über den Winter gebaut. Ein neuer Star Wars-Bereich von der Episode 7, wo man einen riesen Sternenzerstörer sieht. 350.000 Lego-Steine. Unser Modellbau hat den ganzen Winter daran gebaut. So, das sind die Neuheiten im Park. Ist die Achterbahn? So, der Achterbahn mit Virtual Reality darf man ab 6 Jahren und 120 cm Höhe fahren. Wenn man nur 110 cm hoch ist, kann man den auch fahren, aber ohne der Virtual Reality Brille. Okay, danke für das Interview. Sehr gerne. Das ist so ein Ding.
Wen habt ihr hier? R2D2 und C3PO. Ach. Lia! Ja! Wow! Wo bist du? Wo seid ihr? Was? Yes.